Hallo, hallo, hallo und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute mit meinem Lesemonat September. Ich habe doch einiges geschafft, wofür ich auch echt froh bin, muss ich sagen. Und auch was für meine Autumn to be Read Challenge hinbekommen. Jawohl, das ist super. Und ich bin ein bisschen erleichtert, dass es relativ gut geklappt hat, zumindest bis jetzt. So, fange ich an mit mit den Büchern, die ich gelesen habe. Ich halte die mal hier in diese Kamera rein. Ist dann doch angenehmer für mich, ne? Nicola Sparks, mein letzter Wunsch. Jawohl, endlich wieder ein Sparks und endlich auch ein guter Sparks, muss ich sagen. Wenn ich es endlich mal hinbekomme, werde ich natürlich auch die einzelnen Bücher für euch demnächst mal wieder extra rezensieren, ne? Genau, so. So sieht es von hinten aus. Maggie ist 16 und sie hat einiges schon durchgemacht und miterlebt. Und jetzt ist sie auch noch ungewollt schwanger und muss damit umgehen. Aber sie wird zu ihrer Tante geschickt auf so eine kleine Insel, Pipopa. Und in North Carolina natürlich, Nicola Sparks ist ansässig in der North Carolina und irgendwie spielt alles da, gefühlt alles, fast alles natürlich. Klar, manche Bücher spielen auch an einem anderen Ort, aber. Genau, zu 90% würde ich meinen, dass die genau da sind. Auf jeden Fall, ja, muss Maggie, wie gesagt, mit dieser Disponanz leben und versucht alles, um möglichst, ja, glücklich zu werden, beziehungsweise um das Kind auch auszutragen und so weiter und so fort. Mehr dazu werde ich euch in einer extra Rezension zeigen oder erzählen. Auf jeden Fall hat mir mein letzter Wunsch wirklich, wirklich gut gefallen und ich bin froh, dass ich wieder ein Buch hatte, wo ich wirklich weinen konnte. Das ist relativ lange schon her gewesen bei Nicola Sparks. In letzter Zeit hatte ich eher das Gefühl der Erdrückung oder dass es einfach relativ gleich alles geblieben ist. Hier haben wir eine andere Thematik oder andere Thematiken. Es sind ja mehrere spezielle Fälle und ich bin wirklich froh darüber, dass es so, es muss, also so geklappt hat, ne? Genau. So, von meiner nee, Quatsch, das habe ich von meinem Sub, nicht Autumn to be Read Challenge, habe ich noch nicht, das habe ich nicht für die Autumn to be Read Challenge gelesen, sondern einfach nur vom Sub, einfach weil ich Lust dazu hatte. The Fairies of All, es ist ziemlich, ziemlich dünn, mit, 249 Seiten, aber es liest sich halt recht gut, ne? Weil, der Buchschnitt ist ziemlich einfach gehalten hier, ne? Mit schönen Bildern und Illustrationen. The Fairies of All. Hier geht es um die Mutter, Stiefmutter, Mutter, wie auch immer, von Schneewittchen. Und ja, wir kennen Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist die Schönste im ganzen Land? Und ich hatte war das im August, September, im August? War das im August? Hatte ich das im August gelesen? Moment. Lesemonat August. Im August hatte ich ja Yukina gelesen und das ist quasi sowas Ähnliches wie hier, nur geht es hier halt um Schneewittchens Tochter, genau. Und hier eben um die Königin, ne? Die Schneewittchen zu den sieben Zwergen geschickt hat, beziehungsweise die Schneewittchen vom Jäger umbringen wollte. Der Jäger hat ihr ein Herz von einem Wildschwein oder sowas gebracht, ne? Und genau, daraufhin hat sie natürlich dann den Jäger ermordet, persönlich. Und was noch so passiert und so weiter und so fort. Aber die Geschichte ist echt, echt toll und ich bin gespannt auf die anderen Teile. Ich habe vier Stück von dieser Reihe mir damals in England geholt für 2,99 £, also super Preis, ne? Und bin gespannt, wie es weitergeht oder wie die anderen Teile halt sind, nicht wie es weitergeht. Ist ja alles ineinander abgeschlossen. Ach Mann, manchmal, ne? Ihr wisst. So, ja, von meiner Autumn to be Read Challenge allerdings hatte ich übrigens das hier auch gehabt. Hier war es, Moment, Autumn to be Read. Ich habe das doch hier auch gespeichert, ne? Hier auf Instagram, genau. Trauriges Buch, das habe ich als trauriges Buch genommen. Und das hier, Black Dagger von J.R. Ward, Nachtjagd, habe ich als gehyptes Buch genommen. Nummer 8. Ja, weil die Reihe echt gehypt wird, diese Vampirreihe. Mir hat sie überhaupt gar nicht gefallen und ich kann kaum noch wiedergeben,
worum es eigentlich geht, muss ich ehrlich gesagt gestehen, weil ich das alles relativ hohl und relativ belanglos empfunden habe und ich keinerlei Sympathie zu den einzelnen Charakteren aufbauen konnte. Überhaupt gar nicht, muss ich ehrlich gesagt gestehen. Düster, erotisch, unwiderstehlich. Mystery-Bestseller aus den USA. Mich hat es überhaupt nicht, überhaupt so gar nicht gepackt. Das ist aber sehr, sehr schade. Erstes Buch eines Autors oder Autorin, ne, das hier ist alles noch nicht gegendert, habe ich von Julia Wolf, Marigolds Töchter, gelesen. Eine unfassbar tolle, tolle Geschichte. Hier geht es um Marigold hauptsächlich. Sie ist der Liebling der ganzen Gemeinde und des Dorfes. Sie hat einen eigenen Laden und plötzlich und sie ist immer für andere da, für ihre Töchter und alles, für die ganze Gemeinschaft ist sie immer wieder da. Und plötzlich merkt sie, dass bei ihr etwas nicht stimmt. Und ihre Familie merkt es auch nach und nach, bekommen sie so mit, dass da irgendein paar irgendwas mit ihren Erinnerungen eventuell nicht hinhaut. Und so weiter und so fort. Und diese Geschichte hat mich so unfassbar umgehauen. Und es ist das Debüt von Julia Wolf gewesen. Deswegen habe ich das mitgenommen. Es hat mich einfach so unfassbar umgehauen, dass ich wirklich, wirklich sehr, sehr lange auch weinen musste bei der Geschichte. Und ich das Buch dann zur Seite legen musste im Prinzip, weil ich es ausgeliehen bekommen hatte und ich nicht wollte, dass es dreckig wird oder dass es voller Tränen wird. Na, ihr wisst Bescheid. Manchmal ist das eben so. So, ja, ein Buch habe ich noch gelesen tatsächlich. Das muss ich euch aber so zeigen. Hier ist es Carson, habe ich gelesen. Pros und Cons. Carson hatte ich euch in meinen Neuzugängen ebenfalls schon gezeigt. Genau. Aber ich kann euch mal sagen, was ich. Ja, das Buch hat mir wirklich, wirklich gut gefallen. Das ist der vierte Teil der Reihe. Ein fünfter Teil erscheint nächstes Jahr Februar, kurz vorm Valentinstag. Ich bin gespannt auf Leo, muss ich sagen. Und Carson kam in den letzten Büchern gar nicht so wirklich vor. Schon natürlich, aber er wurde eher so nebenbei erwähnt und er unscheinbar kam herüber, hat auch ein Doppelleben geführt. Und jetzt muss in diesem Teil, wird endlich aufgeräumt, was es mit Carson auf sich hat und wieso, weshalb, warum er einen anderen Namen tatsächlich auch genommen hat. Und was mit seiner Vergangenheit passiert ist. Wieso er 15 Jahre weg war und ja, genau. Ich muss sagen, dass diese Geschichte, dass Carstens Geschichte, mich tatsächlich sehr gut mitgenommen hat und auch ich Carsten auch besser verstehen konnte tatsächlich. Deswegen ist Carsten für mich auch einer der Lieblinge aus dieser Reihe mittlerweile. So, das waren meine fünf gelesenen Bücher. Könnt ihr auch alles nochmal auf Instagram sehen. In diesem Sinne. Wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit, einen schönen Tag und wir sehen, lesen und hören uns. Und dann hoffe ich, dass ich es wirklich mal hinbekomme, euch die einzelnen Bücher endlich mal näher beizubringen oder näher zu bringen, die ich gelesen habe. Ist ja immerhin ein Bücherblog, den ich hier betreibe auf YouTube und den ich recht, recht vernachlässige. Aber es kommen auch Gaming-Sachen dazu, weil es war mir zu anstrengend, die Sachen tatsächlich nochmal auf einem extra Gaming-Kanal zu posten. Das war mir relativ, das war nichts für mich, muss ich sagen. Deswegen mache ich das eben hier. Und ich habe gute Games in letzter Zeit auch durchgenommen. Deswegen pack mal das auch mit dazu. Und eventuell mache ich auch mal so eine Reihe mit neuen. Ab und zu hat Steam zum Beispiel auch neue, so eine Kennenlernwochenende. Und vielleicht mache ich da auch mal ein extra Special zu. Genau, natürlich dann auch für YouTube. Aber das schneide ich nicht. Das ist relativ umständlich. Viele YouTuber kriegen das hin, aber die haben auch alles Cutter, ne? Die ganz Großen. So, in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt wirklich eine wunderschöne Zeit. Erzählt mir doch mal, welche Bücher ihr im September gelesen habt oder welche Bücher ihr allgemein lately gelesen habt, zuletzt gelesen habt. Würde mich wahnsinnig interessieren und nun passt auf euch auf und bleibt gesund. Bis bald, eure Janine. Bye.